Natürliche Behandlungen gegen trockenen Husten. Es ist sehr wichtig, ausreichend zu trinken, am besten Getränke in Zimmertemperatur, um den Hals zu befeuchten, damit dieser nicht gereizt wird. Honig ist eine ausgezeichnete Zutat für ein Hustenmittel. Wenn Husten nicht von Auswurf begleitet wird, wird dieser als unproduktiver oder trockener Husten bezeichnet. Trockener Husten sollte behandelt werden, damit der Schleim sich löst und ausgeschieden wird. Dieses Atemwegsproblem tritt meist nachts auf, was nicht nur den Schlaf, sondern auch den Tagesablauf, gerade wegen der fehlenden Ruhezeit, stark beeinträchtigen kann. Deshalb empfehlen wir dir heute einige Naturheilmittel, um unproduktiven Husten auf effektive Weise zu heilen. Knoblauch. Knoblauch ist durch seine antibakteriellen Eigenschaften sehr wirksam und kann gegen verschiedene Leiden und andere der Atemwege, Z.B. der Bronchien, eingesetzt werden. Auch bei trockenem Husten ist die weiße Knolle sehr empfehlenswert. Hausmittel mit Knoblauch. 10 zerdrückte Knoblauchzehen mit etwas Thymian in einer Tasse mit Olivenöl bedecken und einen Tag lang ziehen lassen. Danach wird das Öl in ein Glas mit Deckel gefiltert. Nimm täglich einen Löffel von diesem Öl vor dem Frühstück auf nüchternen Magen ein. Du wirst schnell eine Linderung verspüren. Dampfbad aus Eukalyptus und Zitrone. Dampfbäder sind sehr hilfreich gegen Schleimansammlungen. Ein paar Eukalyptus- und Zitronenbaumblätter in einem halben Liter Wasser, der Saft mehrerer Zitronen kann auch dienen, zum Kochen bringen. Nach dem Aufkochen wird der Topf von der Hitze entfernt und der heiße Dampf eingeatmet. Dabei den Kopf mit einem Handtuch bedecken. Der unangenehme Schleim in den Atemwegen wird so gelöst. Hausgemachter Hustensaft. Zutaten: 1 Glas mit Deckel. Zitronenscheiben. Reiner Bienenhonig. Ingwer in Scheiben. Kochendes Wasser. Zubereitung: Die Zitronenscheiben, den Honig und den Ingwer vermischen und im Kühlschrank kalt stellen, bis eine Art Gelatine entsteht. Zur Einnahme 1 Löffel dieser Mischung mit 1 Tasse kochendem Wasser überbrühen. Dieses Mittel ist 2-3 Monate im Kühlschrank haltbar. Weitere Heilmittel gegen Husten: 2-3 Mal täglich warmen Karottensaft trinken. Schneide 3 Zwiebeln in Scheiben und füge 4 Esslöffel Honig bei. Lasse diese Mischung mindestens 2 Stunden im Wasserbad kochen, danach ziehen lassen und filtern. Nimm 2 Löffel alle 3 Stunden ein. Koche 5 Minuten 1 Tasse Wasser mit 3 Esslöffel Leinsamen. Danach sieben und den Saft einer Zitrone und 1 Löffel Honig beigeben. Nimm 1 Löffel 3-mal am Tag ein. Reibe einige Rettiche und vermische diese mit ca. 5 Esslöffel Honig. 4 Stunden ziehen lassen und dann die Mischung mehrmals täglich einnehmen. Gemahlene Anissamen mit einer Tasse Wasser überbrühen und kurz ziehen lassen. Danach sieben und diesen Tee 3-mal am Tag warm einnehmen. Noch ein paar Tipps: Vergiss nicht, reichlich Flüssigkeit einzunehmen, wobei diese nicht kalt sein sollte. Ist der Husten nach einer Woche nicht verschwunden, sollte ein Arzt aufgesucht werden, um Komplikationen zu vermeiden. Bei Fieber, Brustschmerzen, Atembeschwerden, Kindern oder älteren Personen sollte sofort ein Arzt konsultiert werden.